Die Kiste vorher musste ich mit dem Ballon abtransportieren und diesen gigantischen Goldbarren, das war ein Goldbarren, den nehme ich einfach so in die Hosentasche. Das passt schon. Of course. Skelett, ich rette dich. Durchhalten, ich komme. Well, someone had to uphold the law in those dark and wild times. Und das war der? I don't think so. Look, tracks. I bet my old left shoe that it will lead us to that gold mine. Na, das könnte... Das ist... möglich. Aber in welche Richtung? Wohin führen die? Treasure Box. Wahrscheinlich müsste ich mich hier gegen die Aale verteidigen und die irgendwie abschießen und so ein Blödsinn. Würde mich total nerven. So finde ich es ganz entspannt. Nimmt's Aale. Und für die Aale ist es auch entspannter. Alle finden es besser. Hier sind wir falsch. Boah, ich kann eigentlich schon echt lange unter Wasser bleiben, oder? Aber Moment mal, die Sekunden, unter Anführungsstrichen, vergehen sehr schnell da unten, oder? Ich habe das Gefühl, 20 Minuten im Spiel sind keine Echtzeit 20 Minuten. Wenn ich mir das so anschaue. Na, wenn das mal kein Bergbaudingens ist, oder? Das wird mir gar nicht markiert. Hm, okay. There it is. This looks like the mine's entrance. Be careful. You hear? Hey, Aal. Ich habe eigentlich Environmental Damage ausgeschaltet, aber das interessiert den Aal scheinbar nicht. Arsch. Ja, vor allem ganz schön, da 3 Minuten hat uns fast gekostet, der Aal. Im Angriff. So ein Aal. Ich wollte wirklich Arsch sagen. Ich hab's versucht. Aber mein Hirn war schon so auf Aal getrimmt. Das kann sich nur noch ein Wort gleichzeitig merken. Anscheinend. Those planks are blocking the way. Maybe try using the lift bay. It should create a clear path for you to swim. Surface here. Try to remember the spot so you can return here when you're running out of time. Habt ihr das gehört? Sind da wirklich Geister? Ja, oh, hier spukt's offensichtlich. Wow, das ist aber... Was ist denn? Hallo? Macht mir ein bisschen Angst. Au. Das ist bestimmt nur ein Gimmick. Es wäre cool, wenn hier wirklich so eine Gruselgeschichte wäre. Aber naja. Thank you.
Ich dachte, ich kann nur 30 Meter tief tauchen. Ich dachte, ich habe gerade 30 Meter Tiefe freigeschaltet. Jetzt bin ich schon auf fast 60. Wir alle wissen, dass ich hier drin ertrinken werde. Leider. Ne? Ich werde hier nie wieder rauskommen. Ich werde es versuchen, aber ich werde ewig durch diese Kanäle hier irren und ertrinken. Es sei denn, die Höhle hier führt zufällig raus. Dann haben wir Glück. Wenn ich hier trinke, kriege ich nicht mal Erfahrungspunkte. War alles umsonst. These tunnels really run deep, huh? Hey, Zagorak, hallo, guten Morgen. Nicht mehr so frisch sehe ich aus. Dabei fühle ich mich wie frühlingsfrischer Blütenduft. Oder so. Ist die Laterne, brennt hier unten, ist hier unten seit Hunderten von Jahren eine aktive Öllaterne? Oder was? Oder wie? Die leuchtet. Die leuchtet. Die Laterne leuchtet. Natürlich leuchtet die. Warum sollte die auch nicht leuchten? Ist ja nur seit 100 Jahren überschwemmt. Kann doch leuchten. Trotzdem. Ach ja. Plus 8 Sekunden. Ach, kriegt man Zeit dazu, wenn man was sammelt, das sehe ich zum ersten Mal. Naja, ich sollte jetzt schauen, dass wir hier rauskommen irgendwie. Nach oben ist immer gut. Hier geht's nach oben. Das gefällt mir. Licht. Licht ist immer gut. Oder? Nein, ich hab's geschafft. Da ist der Ausgang. Ich hätte nicht gedacht, dass wir da hinkommen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir da jemals wieder hinfinden. Ja. Hilft dir nichts. Kann man manchmal nichts machen, Zagorak. Nein! To avoid losing valuable oxygen, stop for a few seconds and wait for the decompression icon to disappear from your display. Muss ich mich auch noch wirklich um Decompression sorgen? When the decompression icon disappears, you can slowly resume your ascent. Decompression Icon. Ich sehe da keins. Aber ist auch egal. Egal. Ist egal. Wir sind eh schon weg. Neues Equipment. Explosive Charge enables exploration of new areas by destroying. Okay, wir können jetzt Felsen und Zeugs in die Luft sprengen. Unsere Kanone lädt schneller. Oh, wie lange ist es noch? Noch 1 Stunde und 12 Minuten. Dead mines. Wann kriegen wir das Gebiet? Collect at least 50% of all items
the previous location und clean at least 50% of the environment. Also wir sollen hier mindestens die Hälfte sammeln und die Hälfte reinigen. Die Hälfte sammeln haben wir fast. Wir müssen sehr viel Fische putzen. Dann könnten wir uns hier vielleicht noch Forgotten Reef anschauen. Na gut, von mir aus. Ab ins kühle Nass. Machen wir noch. Ja, ich hab's wirklich rausgeschafft. Naja, ich muss ja quasi bei einem 24-Stunden-Stream muss ich ja logischerweise eine Nacht durchstreamen, weil sonst... Also es geht ja gar nicht anders. Sonst sind es ja keine irgendwie... Oder? Ich meine, ich könnte 2x12 oder so streamen. Aber ich habe ja quasi auch 12 Stunden tagsüber gestreamt und 12 Stunden nachts. Insofern wäre ja mindestens die Hälfte... Tag. Also du warst davor schon 30 Stunden wach. Ich bin jetzt 30 Stunden wach quasi. Das ist dann doof. Reasonable to assume that it has existed for as long as mankind use oceans for transporting goods and resources. Moment mal, das haben wir schon gehört. Also gut, dann schauen wir mal, dass wir uns heute ein bisschen aufs Fische sauber machen konzentrieren. Aber ein bisschen was sammeln müssen wir ja auch noch. Also wenn, so wie hier, so ein Seestern hier so rumliegt, sagen wir nicht nein. Irgendwie ist das Problem, dass ich keine... verunreinigten Kreaturen finde. Nirgends eigentlich. Ich habe ja eh schon beim ersten Mal tauchen immer wieder gescannt. Aber die sind alle sauber. Denen geht's allen gut. Das ist ja das Problem. Das Problem ist, dass es den Fischen zu gut geht. Aha. Sofort stehen bleiben. Du blöder, ungereinigter Fisch. Okay. Ups, wollte ich nicht. Ah, da hinten ist einer. Aber erst nehmen wir noch den Seestern mit. Ach ja. Ich glaube, in Wirklichkeit würde mir Tauchen Angst machen. Ich glaube, in Wirklichkeit könnte es sein, dass ich ein bisschen Panik kriege. Platzangst. Oder so. Platzangst ist nicht ganz richtig. Ich kann es nicht sagen, aber in Videospielen fasziniert mich das dafür umso mehr. Also wenn ich nur in irgendwelchen Seen mit Taucherbrille tauche, ist mir das schon immer sehr mulmig. Wenn ich mir vorstelle, dass ich wirklich tief unter Wasser bin und es ist viel Wasser über mir und dann auch noch Lebewesen um mich rum, dann ist das, glaube ich, schon ein bisschen... Da werde ich paranoid. Glaube ich. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht gewöhnt man sich dran. Ich weiß nicht. Ich müsste es mal versuchen. Aber es ist zu viel Aufwand. Und für was, wenn ich auch hier Deep Dive Adventure spielen kann?
Ich kann keinen Meter tief tauchen. Wegen meiner Ohren-OP, die ich hatte. Ah, okay. Das ist natürlich doof. Gibt es da keine Ohrenstöpsel oder sowas, die da helfen? Zog der tiefe Raumangst. Weiß es nicht. Ach, für Subnautica entzieht, dass einen die Viecher nicht angreifen. Ja, dann könnte mir das auch gefallen. Aber, ja. Also nicht, dass mir Subnautica nicht gefällt, aber es ist ganz was anderes. Subnautica hat halt für mich, ist halt ein ganz anderes Spiel. Hat halt für mich nichts mit. Ebenso, wenn ihr Endless Ocean kennt. Das ist das Tauchspiel, das ich eigentlich gerne hätte. Das gibt's nicht. Aber das hier kommt der Sache schon einigermaßen nahe. Endless Ocean 1 und 2 war einfach echt gut. Und das geht in die Richtung. Aber leider eben zu viel Fokus auf komische Sachen vom Boden aufheben und zu wenig Fische katalogisieren und einfach wirklich erkunden und nicht nur irgendwie Muscheln aufheben. So, wie viel haben wir denn jetzt? Ich habe, glaube ich, jetzt genug aufgehoben, oder? Ich dürfte über die Hälfte der Objekte aufgesammelt haben. Das können wir jetzt, glaube ich, ignorieren. 36 von... Wie viel? Irgendwas über 70, ne? Könnte sein, dass wir tatsächlich noch ein bisschen was brauchen. Meine Kopfrechen-Skills sind nie mehr ganz so gut gerade. Aber irgendwie so um den Dreh haben wir es jetzt. Ach so, ja, dann haben wir es schon lange. Ich dachte von irgendwas mit 70. Ich hätte leider geht's nicht. Leider geht's nicht, weil man Dr. Kawashima nur im Handheld-Modus spielen kann. Aber ich hätte schon die Idee gehabt, dass ich mir Dr. Kawashima ausleihe und dann vor dem 24-Stunden-Stream, wenn ich noch fit bin, und danach, ganz zum Abschluss, einen Brain-Test mache. Das wäre witzig gewesen. Das hätte mich echt interessiert. Weil ich glaube, wenn ich jetzt so einen Skill-Test machen würde, so Brain-Training-Test, wäre ich so im Arsch. Ich glaube, ich könnte die einfachsten Kopfrechnungen nicht mehr machen und nix. Ich glaube, da wird mein geistiges Alter ganz schnell um 60 Jahre droppen, plötzlich. Naja. Hier, Fischi. Sauber macht Fischi. 18, 26. Da brauchen wir noch mehr. Ich muss noch mehr Fischis heilen. Okay. Fischis geheilt. Check. Na komm, Scanner, beeil dich. Okay, na gut, schade. Hätte ja sein können.
Oh, es wäre echt cool, wenn wir noch ein paar Fische heilen könnten. Dann müssen wir nicht nochmal hier runtertauchen. Ich heile einfach mal ein bisschen so durch die Gegend. Keine Ahnung. Ich kann auch nicht einschätzen, wie groß das Gebiet hier eigentlich offiziell ist. Geht es da hinten noch weiter? Oder ist da die unsichtbare Wand schon? Nee, in dem Spiel ist sie gar nicht unsichtbar. Ah, ich glaube, hier waren wir noch nicht wirklich, oder? Also zumindest jetzt in unserer Fischreinigungsaktion. Wildkröte! Ich komme! Ja, gut. Schildkröte. Ich sag immer Schildkröte, schon seit ich ein Kind bin. Schildkröte gerettet. Oh Gott, falsche Munition. Entschuldigung, Fischis. Wollte niemanden erschrecken. Dauert, bis die nachgeladen ist. Oh, warte, ich glaube, ich habe schon, oder? Ach so, oder ist das immer nur für ein Gebiet, die Anzeige da unten, oder insgesamt? Ah, das könnte sein, dass das immer nur für ein Gebiet ist. Weil dann... dann habe ich schlechte Nachrichten, glaube ich, oder? Bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Wir gehen jetzt aus dem Wasser und schauen mal nach. Ich scanne hier noch einmal. Ah ja, den nehmen wir noch mit. Und jetzt schauen wir mal, ob wir es schon haben oder nicht. Everblue. Ja, aber PlayStation ist dann schon so alt. Das soll ja auch einigermaßen schön aussehen. Oder zumindest so... Na gut, das muss nicht, aber... Ja, also wenn es die 1er PlayStation ist, ist es, glaube ich, schwer, so ein Unterwasser-Feeling herzustellen. Kann ich mir vorstellen. Einfach. Okay, 4 Minuten Batterie für die Taschenlampe. Mehr Reichweite für den Scanner. Und wir haben das Forgotten Reef unlocked. Ich meine, das muss nichts heißen, weil Deep Blue Sea war auch auf der Wii. Das sah auch, also das war technisch halt einfach sehr limitiert, hat aber ein super Feeling gehabt. Awesome. Another fine job. Das hier ist technisch ziemlich sicher fortgeschrittener, aber vermittelt mir das Gefühl nicht so gut. Insofern, wer weiß, könnte ich mir vielleicht mal anschauen. We will make some good money out of these small expeditions. I'm sure the wildlife is also thankful for cleaning their homes from those pesky coins and chests. I know the perfect spot where you can make a real impact, though. Echo the Dolphin, ja, natürlich. Das ist natürlich auch cool. Hey, Apfel. Jetzt schon langsam habe ich Übung drin, glaube ich. Here we are. This place really lives up to its name. Shame. Come on, let's do what we can to remedy this spot. So depressing. Okay, tauchen wir mal im Forgotten Reef. Yay! Aber vorher, bevor wir loslegen, esse ich noch schnell einen Schokoriegel. Und guck in den Chat. Nom 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 nom.
Ich wusste gar nicht, dass es ein Echo the Dolphin für die Dreamcast gab. War das 3D? Ich kenne nur die 2D-Teile. Tatsächlich. Cool. Das könnte echt interessant sein. Defender of the Future. Sieht ein bisschen arkadig aus. Ja. Aber interessant. Ich auch, Doofkopf. Ich auch. Aber das 24-Stunden-Stream-Ausnahme-Regelung, da geht alles. Und mit Zucker und Koffein, also Zucker und Koffein brauche ich, um durchzuhalten. Coral reefs support almost 25% of global marine life. Unfortunately, there is a significant decline of corals due to climate change and pollution. When water temperatures get too warm, the colored, microscopic algae living in their tissues will be released. Without the algae, which provides the corals with nutrition, starvation begins. Forgotten Reef is a grim reminder of mankind's continuous expansion and development. Nee, kann ich nicht wirklich, Zakorak, direkt nach dem Stream schlafen. Ich bin da noch ein bisschen zu aufgedreht. Ich brauche da immer erst ein bisschen, um runterzukommen. Aber das ist eh nicht schlecht, damit der Schlafrhythmus nicht ganz so extrem wird. Nein, ein Netz. Warte mal. Ich schieße dir das Netz weg, Delfin. Hey, Delfin. Wir teilen. Oder? Muss ich noch heilen? Nee, passt schon. Okay, hier ist es jetzt wirklich eher, dass ich Müll sammle. Das macht ja wenigstens noch einigermaßen Sinn, aber andererseits ist das hier ein totes Korallenriff, oder? Da hilft es irgendwie auch nichts mehr wahrscheinlich. Wegen so ein paar Flaschen werden die jetzt nicht unbedingt gestorben sein. Ich glaube, da haben die größere Probleme, die Korallenriffe. Da ist irgendwas Großes hinten. Müllsäcke. Hm. 25 Erfahrungspunkte. Es ist irgendwie so weird. Das Spiel ist irgendwie weird. Irgendwie bringt so ein Müllsack genauso viel wie ein Goldbarren. Ein riesiger Goldbarren. Ich meine, es geht ja nur um Erfahrung. Es geht ja nicht darum, wie reich ich bin oder wie viel Müll ich besitze, wie prall gefüllt meine Deponie ist. Es geht ja in dem Spiel nur um Erfahrungspunkte. Erfahrungspunkte bringt alles gleich viel. Das ist ja vielleicht sogar, kann man ja vielleicht sogar so hinnehmen. Was ich an meiner, während meiner Zeit an der Oberfläche mache, ist quasi eigentlich egal. Darum geht es nicht. Es geht um die Taucherfahrung. Hey Sidi, wie geht's? Guten Morgen, Mittag. Lensgrid, kann ich testen, wie müde du bist? Okay, klar, warum nicht? Ja, das passiert auch wirklich, dass die Katzen auf mir rumhüpfen.
Das ist auch ein Problem. Vor allem, weil ich jetzt eben die Tür zu hatte. Und wenn ich jetzt rausgehe, dann werden die Katzen komplett durchdrehen. Weil ich ja quasi jetzt 24 Stunden nicht verfügbar war für die Katzen. Dann werden die an mir kleben wie bekloppt. Zumindest für ein, zwei Stunden. Das können die gar nicht haben. Au! Voll mit dem Kopf gegen das O geschwommen. Hey, jetzt kommen schon Hitbox. Also, echt Hitbox. Wirklich? Wirklich? Na gut, dann schwimmen wir halt drüber. Ich meine, das Level zeigt sehr schön, was Umweltverschmutzung mit Ökosystem anrichtet. Aber schön ist das nicht. So richtig drin aufhalten und erkunden, das ist problematisch. Also ich meine, das ist ein Konflikt. Einerseits finde ich das ja gut, dass das Spiel versucht, das so schön zu repräsentieren. Aber andererseits ist es halt auch keine Umgebung, in der man dann gerne ist. Okay, witzig ist auch, die Fässer hier, die sind in Ordnung, die sind kein Problem. Aber die Fässer, die sind böse. Die müssen dringend entfernt werden. Die vier hier, das sind die Problemfässer. So, weg mit euch, ihr widerlichen Problemfässer. Ihr könnt hier bleiben, ihr wunderschönen, tollen Fässer. Nur der Müllsack hier, der muss weg, der stört. Wenn man, das wäre natürlich wieder cool. Das, so könnte man es natürlich auch machen, wenn man so ein Spiel machen will. Ich meinte ja vorher Fische scannen und sowas. Man hätte das auch so ein bisschen abzumäßig machen können. Dass man in so einem Riff wie hier startet und man fängt an, das sauber zu machen und dadurch kehrt das Leben schön langsam zurück. Das wäre natürlich auch eine Idee. Finde ich. Eine coole. Könnte man auch machen für so ein Spiel. Jetzt ist auch noch meine Taschenlampe aus. Ich muss die auch ein bisschen rechargen. Der Stream ist laggy. Kannst du Alt F4 drücken, um ihn zu optimieren? Also, im Endeffekt wäre das so ziemlich, was ich machen würde, um zu versuchen, den Stream zu optimieren. Alles neu starten. Insofern ist das gar nicht so, weil meistens hilft das. Insofern ist das gar nicht so abwegig. Ich mach halt nicht mit Alte 4, sondern mit X beenden, Tasten, Maus. Aber grundsätzlich ist da sogar was dran. Quasi. Sind hier auch eigentlich... Ich habe schon vereinzelte Fische gesehen, aber nicht wirklich viel. Ich habe einen Delfin vor so einem Netz gerettet. Aber ansonsten habe ich, glaube ich, noch keinen einzigen Fisch gesehen, der irgendwie verschmutzt ist. Geschweige denn irgendwie einen anderen Fisch. Alles, was ich sehe, sind grüne Algen vor meiner Nase. Flaschen. Am Meeresgrund. Autsch. Autsch. Ach so, hier hört schon auf. Ja, dann tauchen wir von mir erstmal auf. Au.
Dieses dumpfe Knallen auch immer. Ich krieg richtig Kopfschmerzen, wenn ich mir das vorstelle. Also so müde bist du nicht, hast bestanden. Na gut. Mit dem roten Knopf an der Steckerleiste, genau. Anstatt Alt F4. Ability to submerge up to 40 meters. Hä, aber das ist komisch. In den Minen war ich 60 Meter tief schon teilweise. Zumindest über 50. Also da stimmt irgendwas nicht. Na gut, vielleicht war deswegen mein Sauerstoffverbrauch so hoch mal. Ich hab doch gesagt, noch die Sekunden zählen so schnell runter. Vielleicht hat das damit zu tun? Keine Ahnung. Och ja, es gibt angeblich 46 Fische, die man retten kann. Wo? Forgotten Reef. Ich mag das Spiel eigentlich ganz gerne, aber es ist so um ein Haar vorbei an einem Spiel, das mir wirklich gut gefallen würde. So ganz knapp vorbeigestreift, leider. Misty Lagoon. Finde ich sehr schade. Das hätte mit ein paar kleinen Veränderungen sowas werden können, das mir gut gefällt. Und so ist es halt so. Sons of Horus. Das ist eher so, na, die anderen Locations würde ich gerne noch sehen, aber ist es mir das wirklich wert, deswegen so viel noch zu spielen müssen? 50% von allem machen müssen, ist schon viel. So ein paar Level. Wer weiß. Ob es das wert ist. Naja. Ich würde sagen, wir machen jetzt Schluss mit Deep Diving Adventure und nutzen die letzte, nicht ganz Stunde, für irgendwas anderes. Ich weiß selber noch nicht genau was. Aber machen wir kurz 5 Minuten Pause und dann geht's zum Endspurt mit irgendwas ganz was anderem. Mal schauen. Warum holst du dir nicht Endless Ocean? Ne, das hab ich ja beide. Also, brauche ich nicht nochmal. Habe ich schon durchgespielt. Naja, genau. Bis gleich.